Herr Präsident, Hohes Haus, lassen Sie mich zuerst eine Vorbemerkung machen. Die extrem knappe Zustellung der Regierungserklärung um 10 Uhr während der Arbeitskreissitzung erst, das, Herr Staatsminister, ist eigentlich schon ein unfreundlicher Akt. Also andere Ministerien bringen das ein bisschen rechtzeitiger fertig, wenigstens am Abend vorher, dann hat man nachts zum Durcharbeiten. Dass man das während der Fraktionssitzung im Arbeitskreis machen muss, das sind keine unbedingt optimalen Arbeitsbedingungen. Auf das komme ich gleich, Kollege Wörner. Das Ganze ist, weil es ist man ja gewohnt, der Auftakt zur üblichen inflationären Entwicklung bei den Regierungserklärungen vor der Wahl. Das kennen wir ja, ich bin ja schon länger hier in dem Hohen Hause drin. Andere stehen ja bereits in den Startlöchern. Für die nächste Sitzung ist ja auch schon wieder was angekündigt. Und das wird sich bis zum Juli auch so noch einmal fortsetzen. Aber es ist eine Ansammlung, diese Regierungserklärung, von einer kaum zu überbietenden Schönfärberei, Selbstbeweihräucherung, ein Sammelsurium an nichtssagenden Worthülsen und kaum etwas Konkretes. Wenn man das so anschaut, das Zauberwort heißt Flexibilisierung. Danach kommt nichts mehr. Optimieren statt maximieren. Ja, was bedeutet das? Ökonomisch stark und zugleich ökologisch reich sein. Wohlklingende, aber nichtssagende Parolen haben wir in dieser Regierungserklärung drin. Wesentliche Brennpunkte, zu denen wir eine Aussage erwartet hätten, werden ausgeklammert. Stichwort, die Zeitungen sind voll. Stickoxide, Feinstaubproblematik unseren Städten, eine Strafgeldzahlung durch die EU droht. Keine Aussage, Fehlanzeige. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie, Fehlanzeige. Speicherkataster für Pumpspeicherwerke, groß angekündigt für Ende letzten Jahres, bis heute Fehlanzeige. Man könnte noch weiter fortmachen, was alles drinnen fehlt. Im Gesundheitsbereich ist es ja schon zum Teil aufgezeigt worden. Die Kollegin Schoppert, die für uns zum Gesundheitsbereich redet, wird noch weitere Fehlerpunkte hier aufzeigen. Wenn wir uns dann den einzelnen Punkten zuwenden, Punkt 1, Klimawandel. Wenn ich mir das anschaue, identisch mit dem, was Ihr Vorgänger Söder im Jahr 2010 gesagt hat. Im Prinzip damit Stillstand, Kollege Fahn. Absolut richtig, Stillstand. Sie sagen also hier, der energiebedingte CO2-Ausstoß liegt mit 6 Tonnen pro Kopf und so weiter. Bis 2020 wollen wir den Wert trotz gleichzeitigen Kernkraftausstiegs auf deutlich unter 6 Tonnen reduzieren. Bis 2030 könnte ich mir sogar 5 Tonnen vorstellen. Ihr Vorgänger 2010, bis 2030 sollen die energiebedingten CO2-Emissionen Bayerns auf unter 5 Tonnen pro Einwohner und Jahr reduziert werden. Der ist sogar noch ein bisschen weitergegangen und hat gesagt, unter 5 Tonnen. Sie sagen nur, 5 Tonnen könnte ich mir vorstellen. Ich sage es nur, was also er gesagt hat, was Sie erklären. Es sind keine ehrgeizigen oder ambitionierten Ziele und Sie sparen gerade hier in dem Bereich auch die Punkte aus, die dazu geführt haben, dass der CO2-Ausstoß sogar leicht gestiegen ist auf 6,2, 6,4 Tonnen pro Einwohner und Jahr. Nämlich den Verkehrsbereich in Bayern, der mit über 40% beim CO2-Ausstoß zu Buche schlägt. Da kommt keine Aussage, da müssen Sie ran. Sie sparen aus den Landwirtschaftsbereich. Sie fokussieren hier nur auf den Bereich regenerative Energien in dieser Regierungserklärung, gehen aber an die eigentlichen und wesentlichen Punkte in dem Zusammenhang überhaupt nicht ran. Und wenn ich mir aber dann auch anschaue, die Punkte, die Sie bringen, also im Bereich regenerative Energien, Sie sagen, der 12-Punkte-Aktionsplan, ja, berichten Sie doch einmal über die Umsetzung. Pläne sind ja recht schön und gut, aber es fehlt die Umsetzung in dem Zusammenhang. Beispielsweise in dem Zusammenhang Sanierung kommunaler Gebäude, das hat die Energiekommission gefordert, die Mehrheit hier im Hause aber letztendlich dann wieder abgelehnt. Also was schön aufschreiben, aufs Papier ist gut, aber an Ihren Taten sollten wir sie erkennen, heißt es irgendwo an einer anderen Stelle. Anteil erneuerbare Energien. Mit 33% steht Bayern relativ gut da, aber man muss auch sagen, woher das kommt. Das hängt damit zusammen, dass wir die Alpen haben und dass im Stau der Alpen viel regnet. Das heißt, wir haben viel Wasser und wir haben viel Gefälle und damit viel Wasserkraft. Das haben die anderen aufgrund ihrer orografischen Verhältnisse leider nicht zu bieten. Und das Zweite,
Wir haben hoch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die die Energiewende umgesetzt haben. Das war doch nicht in erster Linie die Staatsregierung, sondern die CSU und die Staatsregierung haben versucht, das erneuerbare Energiengesetz zu blockieren und zu torpedieren, so gut es nur irgendwo ging. Die Bürgerinnen und Bürger sind hier in Bayern vorausmarschiert und deshalb haben wir so viele Photovoltaikanlagen und deshalb einen so hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Und die Hausaufgaben, die haben Sie nicht gemacht. Pumpspeicherkataster angekündigt, nicht geliefert. Dreidimensionaler Windatlas fehlt und damit eine anständige Kulisse für die Windkraft. Gebietskulisse Wasserkraft fehlt. Oberfrankenleitung kommt nur schleppend voran. Kein eigenes Konzept für Kapazitätsmechanismen. Und als nächstes hochmoderne Gaskraftwerke von der Stilllegung bedroht. Das kann es nicht sein. Das Einzige, was auch von der Bundesregierung kommt, sie reden über hohe Preise und wollen damit erneut die Energiewende torpedieren. Und was ist, wenn man sich das anschaut, das Problem sind weder die EEG-Umlage noch die Stromsteuer, sondern die gesunkenen Börsenpreise, die nicht an die Kunden weitergegeben werden. Und die EEG-Umlage steigt nur, weil der Börsenpreis sinkt. Das sind die Punkte und da müssen wir letztendlich in dem Bereich ran. Lassen Sie mich zum nächsten Punkt kommen, nämlich zum Bereich Naturschutz, der ja einen breiten Teil in dieser Regierungserklärung eingenommen hat. Auch hier von meiner Seite zuerst einmal der Dank an alle ehrenamtlich Aktiven in unserem Land, sei es nun diejenigen, die die Arten draußen erfassen und zählen oder die im Biotopschutz aktiv sind. Ohne diese sähe es in unserem Land noch wesentlich düsterer aus, als es ohnehin schon aussieht. Sie haben kurz angerissen das Thema Flächenverbrauch. Jährlich leisten wir uns nach wie vor den Verbrauch der Fläche fast des Chiemsees für Siedlung, Gewerbe und Verkehrsflächen. 18 Hektar pro Tag, die aktuellste vorliegende Zahl, das ergibt aufs Jahr fast den Chiemsee. Ein Wert, der eine Schande für dieses Land darstellt, denn hier wird mit der Landschaft geaast. Sie haben hier keinerlei Ziele vorgegeben. Die Bundesregierung hat eine nationale Strategie und möchte den Flächenverbrauch deutschlandweit auf 30 Hektar reduzieren. Heruntergebrochen auf Bayern würde diese 5 Hektar pro Tag bedeuten. Zu solchen konkreten Forderungen der Bundesregierung äußern Sie sich nicht. Sie sagen nur, der Flächenverbrauch ist zu hoch. Das ist eine richtige Feststellung, aber ein bisschen arg dürftig in dem Zusammenhang. Wir brauchen also die deutliche Reduzierung. Wenn man uns einmal im Vergleich anschaut zu den anderen Bundesländern, der prozentuale Anstieg des Verbrauchs an Fläche in Bayern, da liegen wir an der 5. Stelle, wenn man den prozentualen Anstieg von 92 bis 2011 anschaut. 4 Länder liegen vor uns, aber das sind alles ostdeutsche Länder, bei denen die Projekte Deutsche Einheit durchgeschlagen haben. Bei den westdeutschen Ländern stehen wir leider Gottes bedauerlich an der Spitze, was den Flächenverbrauch anschaut. Wie gesagt, noch einmal, dieses ist in meinen Augen eine Schande, was hier in unserem Land passiert. Und der nächste Punkt und die nächste Keule, die Sie auspacken, das ist die geplante Neuregelung im Bereich der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen. Da haben Sie ja das schöne Wort von der Flexibilisierung drinnen, ohne dass Sie das unterlegen und sagen, wo Sie hinwollen. Sie haben keinen Ton dazu gesagt, zu dem von der FDP vorgelegten Antrag, dass die Realkompensation mit der finanziellen Kompensation gleichgesetzt werden soll. Da schweigen, ja, da redet die FDP, aber wo ist denn die CSU in ihrer Aussage dazu? Hier während der Regierungserklärung. Das kann doch nicht sein, dass man einfach sagt, ja, wir wollen das Ganze flexibilisieren, ohne zu konkreten Punkten hier eine Aussage zu treffen. Sie haben die schöne Worthülse drinnen, Naturschätze dürfen nicht zur reinen Handelsware werden. Richtig. Nur mit dem, was die FDP vorhat, mit dem Gleichsetzen von real und finanzieller Kompensation, wird unsere Natur und Landschaft zur reinen Handelsware. Dann sind wir mittendrin im Ablasshandel, den wir nie haben wollten. Sie kündigen groß an, Sie wollen bei der roten Liste 50% der darauf befindlichen Arten eine Stufe runterbringen. Ein hehres Ziel, noch, wenn ich mir das anschaue, wie Sie mit den 11 Anträgen von uns im Umweltausschuss letzte Woche umgegangen sind, alle 11 zum Naturschutz abgelehnt haben, dann frage ich mich, wie Sie das erreichen wollen, dass Sie die rote Liste kürzen wollten. Sie wollten ja schon einmal bis 2010 den Artenschwund auf Null bringen. Das haben Sie nicht geschafft. Jetzt sagen Sie flugs, na ja, dann machen wir das auf 2020. Wenn ich mir die Umsetzung der FFH-Richtlinie anschaue, dann muss ich sagen, dann sind Sie bei diesem Werk, welches Natura 2000 heißt und was 2000 eigentlich abgeschlossen hätte sein sollen,
noch nicht einmal bei der Hälfte, noch nicht einmal bei der Hälfte der Umsetzung, was Managementpläne anbelangt. Bei der Umsetzung der Forderung der Managementpläne sind sie fast noch bei Null. Und auch das ist ein Punkt, wo ich sagen kann, das kann es nicht sein. Und Sie kündigen heute wieder schön an, dass Sie um die endemischen Pflanzenarten kümmern. Was ist denn mit den endemischen Tierarten? Fehlanzeige. Für die haben Sie keine Verantwortung, oder wie ist das? Und wenn der Kollege Hühnerkopf sagt, zum Grünland, welches die galoppierende Schwindzucht mittlerweile in Bayern hat, man müsse, es ist so, Kollege Füracker, ich habe wieder eine neue Anfrage zu den Flachlandmähwesen, in manchen Bereichen sind nur noch 3% vorhanden. 3%. Ein wachsames Auge, Kollege Hühnerkopf, ein wachsames Auge reicht nicht. Handeln ist hier angesagt. Und zwar dringend erforderlich ist hier das Handeln angesagt. Einige Takte auch zum Thema Donau. Grundsätzlich natürlich ist das erst einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber Sie haben sich ein Hintertürchen so groß wie ein Scheunentor offen gelassen bei der ganzen Geschichte. Denn beim wesentlichen Punkt, da sagen Sie halt mal bei den letzten 16 Kilometern, bei den entscheidenden Kilometern, nicht während meiner Amtszeit, Herr Seehofer, okay, die kann schnell vorbei sein, so eine Amtszeit. Aber Sie lassen also wirklich hier das Ganze nach hinten hinaus offen und die Naturschutzverbände haben das nicht umsonst kritisiert. Damit bleibt das Thema offen und wir werden natürlich immer wieder auch den Finger in diese Wunde hineinlegen. Und lassen Sie mich noch, weil Sie jetzt momentan auch so feiern lassen für die ganze Geschichte. Nicht geschimpft, das globt genug. Wenn Sie anschauen, auch in die Presse reinschauen und auch in das Handeln, was diese Staatsregierung gemacht hat, Stichwort Raumordnungsverfahren, dort haben Sie die Variante A ja zementiert ausgeschlossen. Zitiere aus dem Raumordnungsverfahren vom 8.3.2006 und es hat diese Staatsregierung zu verantworten, nicht die Bundesregierung. Der Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen an der Donau in Form der Variante A entspricht nicht den Erfordernissen der Raumordnung. Das haben Sie, also Sie noch nicht als Ministerpräsident damals, die alte Regierung, aber ein paar waren schon damit dabei, das haben Sie so herbeigeführt. Und wenn man mal so ein paar Pressezitate nimmt und rausschaut, Mittelbayerische Zeitung vom 3.3.2010, die Staatsministerin, Frau Emilia Müller in dem Fall, hatte am Rande des Bayerischen Donauforums am Montagvormittag in Regensburg gesagt, dass der Fluss mehr als 280 Tage im Jahr offen sein müsse und sich die FDP, die an diesem Punkt anderer Ansicht ist, innerhalb der bayerischen Staatsregierung schon noch auf Kurs bringen lasse. Während sich die CSU nämlich für die Errichtung einer Staustufe ausspricht, möchten die Liberalen die Donau naturnah und ohne Staustufe ausbauen. Ja. Oder an anderer Stelle, Passauer Neueste Presse vom 19.10.2009, die Donauausbauvariante C280 bleibt weiter im Rennen, das erklärte gestern Erwin Huber. Am Sonntagvormittag hätten die Spitzen von CDU, CSU und FDP entschieden, eine Formulierung des Umweltausschusses, wonach sich die neue schwarz-gelbe Bundesregierung gegen weitere Staustufen aus der Donau ausspreche, nicht in den Koalitionsvertrag zu übernehmen. Damit war das Veto, das Ilse Aigner gegen diese Formulierung eingelegt hat, erfolgreich, so Huber. Der Druck, den die Unionsverkehrspolitiker und die Niederbayern-CSU gemacht hätten, halte somit den Donauausbau für weitere Verhandlungen Gutachten offen. Ich weiß, dass euch das peinlich ist. Ne? Und als letztes noch die Süddeutsche vom 5.11.2009. Vermutlich war die Gleichzeitigkeit Zufall, dem Streit um den Donauausbau verlieh sie trotzdem Wucht. Am Mittwoch bekannte sich Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer erstmals eindeutig zum Bau einer Staustufe und dem Durchschnitt der Mühlhammer Schleife. Er sei dezidiert für diese Lösung, sagte Seehofer der Mittelbayerischen Zeitung. Gut, Sie haben sich eines Besseren belehren lassen. Insofern in gewisser Hinsicht Hut ab. Nur, wenn man in die Regierungserklärung reinschaut, auch das ist durchaus erfreulich, da wird zitiert zu der Donaubereisung, die frei fließende Donau ist für unsere Heimat ein großer Schatz. Wir werden dafür kämpfen, so die Bevölkerung vor Ort.
Aber was ist mit der Bevölkerung in anderen Landesteilen, die für ihre Heimat genauso berechtigt kämpft? Im Isental, wo der Herr Umweltminister zum Spatenstich für die Autobahn hingeht. Im Erdinger Moos, wo Sie uns in einen Prozess reinzwingen ab 20. März vor dem VGH. Wo die Leute aus der gleichen Überzeugung für ihre Heimat kämpfen, aus der gleichen Überzeugung wie an der Donau und wo Sie Ihre Planungen weiterziehen. Das, was Sie hier gemacht haben, in Ordnung. Aber das sollten Sie an anderer Stelle in Bayern auch bringen. Ganz kurz zum Thema Wasser. Ich habe schon gesagt, Wasserrahmenrichtlinie in der Regierungserklärung Fehlanzeige, eine der wichtigsten Richtlinien der Europäischen Union, wo in Bayern sehr wenig weitergeht. Auch von uns ein klares Nein zur Privatisierung des Wassers. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber es ist klar, wir stehen dazu. Und von uns auch ein ganz klares und deutliches Nein zum Fracking für unkonventionelles, für Schiefererzgas in Bayern. Da sagen wir klar und deutlich als Fraktion aus meiner Sicht Nein. Letzter Punkt, Lebensmittel- und Futtermittelskandale. Auch da habe ich jetzt nicht die Zeit, die ich gerne hätte. Aber die Skandale der letzten Wochen sind ja mehrere, die in unserem Land wieder aufgeschlagen sind. Zeigt den Wahnsinn, den wir in unserer Ernährungsindustrie haben, was wir also dort treiben. Teilweise sind das, wenn man sich das mit dem Pferdefleisch anschaut, Strukturen der organisierten Kriminalität, die hier unterwegs sind. Und man muss klar und deutlich sagen, das System der Eigenkontrolle durch die Industrie ist gescheitert. Wir müssen schauen, dass wir das Kontrollsystem in dem Zusammenhang wieder auf neue Füße stellen und dass wir hier wirklich mit einem starken Staat die Kontrollen zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger in dem Zusammenhang durchziehen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Sie haben gesagt, Land der Schönheit, Bayern. Ja, Land der Schönheit. Aber täglich wird bedauerlicherweise diese Schönheit Stück für Stück weniger verursacht durch diese bayerische Staatsregierung. Dies muss dringend geändert werden. Vielen Dank, Herr Dr. Magal.